Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute Assassin's Creed Syndicate und wir werden jetzt dieses Gangquartier hier einnehmen. Die zwei da hinten sind mir nur wurscht. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Da haben wir das Ziel markiert, den sollen wir vermutlich eliminieren. Ja, also dass wir weitersehen, das finde ich gut. Da haben wir so einen Schützen, der muss weg. So viele sind hier gar nicht. Allerdings muss ich die Mission hier annehmen, markieren oder so? Ich weiß nicht. Aber der Schütze muss zuerst weg, das ist mir ganz sicher. So, dann gehen wir da nach oben. Können wir... Oh. Kann ich so weit? Ja. Ey, bleib stehen, Junge! Okay, ich krieg dich schon. Oh, brauche ich zwar drei Messer, aber das ist ja wurscht. Hauptsache, der ist mal weg. Kann man den identifizieren? Das ist der Boss, den muss ich wahrscheinlich töten. Den Anführer unbemerkt töten. Unbemerkt heißt alle anderen davor, das ist sicher eine gute Idee. Gefangene Rox befreien. Das heißt, die da. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Ah, da hinten ist noch einer. Ja, das wird eine Herausforderung, das leise zu machen, denn mein Ziel ist, das leise zu machen. So, dann würde ich mal sagen, wir dezimieren die jetzt mal. Mal den hier. Hat hier nichts zu suchen. So. Um die Ecke, weil zu sehr brauchen wir keine hier. So, komm. Und den da reinwerfen. Kann ich den irgendwie anlocken hier? Hey, hey, geh mal auf die Seite. Da. Leute, geht mal auf die Seite. Das sind alle von meiner Nase hier. Hey. So, wir schauen uns nur mal um. Da links ist nichts, das geht. Wir haben wirklich alle markiert. Das läuft. Das läuft sogar gut. Wir könnten den Heuhaufen vielleicht nützen. Wenn der jetzt mal wegschaut, das wäre natürlich gut. Na, nicht da hinschauen, ich will in den Heuhaufen. Ein bisschen aufpassen, dass uns keiner sieht. So, der schaut weg. Der schaut her. Dreh dich um. Weiter um. Da ist noch einer. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Na, dreh dich. Ja, okay, das haut hin. Ab in den Heuhaufen. So, da ist einmal gut, da haben wir eine Übersicht. Und jetzt werden wir einen nach dem anderen anlocken. Nein, das ist blöd. Das ist blöd. Wir müssen den da hinten loswerden. Oder den zumindest. Den können wir loswerden, indem wir da hinten platt machen. Und den müssen wir auch noch loswerden. Also der Heuhaufen ist jetzt nicht so gut. Ich muss da wieder raus, unbemerkt. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Die schauen immer so blöd her. Oder? So. Okay, raus sind wir. Ich würde sagen, wir müssen den Speer hier loswerden. Ein bisschen dezimieren, ne? Dann können wir das leise machen und unbemerkt und so richtig nice. Hinter die Mauer vielleicht. Ah, da sieht man der. Aber es ist eigentlich wurscht, ob der mich sieht, weil... Kann man den vielleicht anlocken? Jo, das geht sogar, geil! Kommt er? Nö, scheiße. Was war das? Finden wir es raus. Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Komm da? Er hat keinen Bock, Leute. Der kommt uns nicht. Leider, leider, leider. Aber der kommt, aber der soll gar nicht kommen. Wir haben nur zwei Messer. Das ist jetzt nicht so viel. Können wir den irgendwie anlocken? Das ist zu weit.
Und er haut wieder ab, sehr schön. Irgendwer hat uns gesehen. So, wir machen das mal den platt. Dann bleiben nur mehr die da. So weit haut's hin. So, locken wir den mal an. Na, da muss er näher kommen. Ah, er kommt schon, oder? Kommt er jetzt oder nicht? Ich könnte auch hinter diese Kissen gehen, aber da sitzt sie, dummerweise. Das ist einer, der ist gefährlich. So, komm. 5 Leute nur. Das heißt, insgesamt 5, okay. Jetzt kommt er nicht, oder was? Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt kommt er. Hoffe nur, dass das keiner mitkriegt da. Das wäre nämlich scheiße. So, den haben wir angelockt. Das funktioniert. Jetzt müssen wir hier nur mehr warten, bis die Pflaume kommt. Und hoffen, dass das nicht jeder mitkriegt. So, komm her. Schnauze! So, wir haben auch ein Wurfmesser gekriegt. Das ist auch nicht das Schlechteste der Welt. Den da hinten sollte man nun loskriegen. Na, ja, darauf wieder. Wir werden das jetzt wirklich so halbwegs professionell machen. Also leise Taktik ist in meinen Augen professionell. Das mag ich einfach. Bin nicht so der Rambo-Typ. Das mache ich dann, wenn es nicht anders geht, klar. So. So, wir sollen den da loswerden. Das machen wir am besten, indem wir... Oh. Scheiße. Verfluchte Scheiße. Das wollte ich nicht machen. So war das nicht geplant, aber egal, es funktioniert. Getötet. Der Typ hat uns auch geholfen. Das hat natürlich so gesehen funktioniert. Leider nicht unbemerkt, weil sie wieder worauf musste. Aber egal, wir haben es geschafft, Leute. Es brennt die Fahne. Und schauen wir mal, ob man mit dieser Waffe hier was anfangen kann. Loyalitätslevel. Okay, das heißt, wie wird der Loyale, indem er wahrscheinlich London einnehmen, nehme ich mal an, ne? Also, würde ich einfach mal sagen. Jawohl, die Bude ist unser, Leute. Die Bude ist unser. Und dann kümmern wir uns mal um die Kisten da hinten. Hallo, Leute. Und wir sind ja gleich bei uns hier. Okay, gehen wir mal auf die Seite da, Jungs. Dankeschön. Wow, 67. Holy moly. Der hat sie rentiert. Wo haben wir dann noch... Wo ist die Kiste? Oben oder was? Jupp. Hopp. Aufwärts geht's. Dankeschön. Hier habe ich irgendwo eine Kiste gesehen. Ah, die ist drinnen. Scheiße, wie komme ich da rein? Ah, ich weiß schon weh. Hopp. Da ist sie. Grüß dich. Danke für die Kiste. Die war zwar nicht so ergiebig, aber total in Ordnung. Da meckern wir doch nicht, oder Leute? So. Nein, noch eine Kiste. Hinter uns. Die ist oben, was aber nicht schlimm ist. Ein bisschen klettern hat noch keinen geschadet. So. Da geradeaus ist auch was. Ich probiere das mal zu kriegen, dann müssen wir da rauf. Komm, bemühe dich, Ivy. So, da wahrscheinlich rüberhüpfen. Jo, wir haben das gekriegt. Sehr schön, sehr fein, sehr nice. Nach oben, Ivy. Und wieder nach unten, Ivy. Frage ist nur, wie weit? Wo ist die Kiste? Ah, da muss man da wieder rein. Alles klar. So, runter, 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 Ivy. Hopp. Nein, das ist jetzt nicht so gut. Du gehst jetzt da rein. Betreten, ja, mit R geht man durch die Fenster, das ist sehr praktisch, die Taste.
Das hat uns bei Unity gefehlt. So, mach die mal auf da, Ivy. Ist eine schöne Kiste, ja, aber du darfst sie öffnen. Was willst du? So, mal runter da. Oh, ich glaube, wir haben einen Fähigkeitspunkt oder sowas sogar erhalten. Schauen wir mal nach. Fertigkeiten. Jo, haben wir sogar. Geil, geil, geil. Wie viel kostet das? Ja, das kostet schon alles 2. Dann warten wir noch. Hm? Ich glaube, die haben unsere Leute hier angepisst. So, die haben unsere Leute angepisst, das lassen wir uns nicht gefallen. Der hat einen von uns umgelegt. Das gibt Rache. So, du Pissbacke. Nicht mit uns, da hast du den falschen erwischt, ne? Man legt sich nicht mit den Rocks an. Wie viel Kohle haben wir denn? 4,6. Bald können wir uns eine schöne Karte wieder leisten. In unserem Gebiet uns angreifen. Das ist jetzt unser Gebiet, Leute. Ihr habt da nichts mehr verloren, ihr Gegnerschweine. Oder, da ist noch eine Kiste. Vielleicht kriegen wir jetzt genug auf 5000, das wäre nice. Ah, das wird nicht ganz reichen. Ganz knapp, ganz knapp. Wenn wir noch irgendwas holen, dann können wir uns nämlich wieder was leisten. So, wo sind wir jetzt? Am Arsch der Welt? Dann würde ich sagen, wir nehmen die Kiste hier noch und gleich daneben können wir was kaufen, dann passt es. Und zwar, da hinten ist die. Ein bisschen weit, aber ist ja wurscht. Ja, weites Gegend. Was? Gegenstand holen. Hallo, gib mir das. Der Kleine gibt mir jetzt was, oder wie? Danke! Cool. Ist doch ein netter Mensch. Scheiß Gegner. Packt sie. Ja, probierst du. Oh. Das ist auch gleich Schluss, weil ich dich jetzt töte und dann habe ich Ruhe. Ja, unsere Leute helfen uns super, muss ich sagen. Jetzt haben wir auch genug Kohle. Wer schießt denn hier rum? Wieso schießt denn du rum? Junge, wieso hast du hier rumgeschossen? Wieso schießt du schon wieder da rum? Was schießt denn der? Schießt der auf die Leute? Nee, oder? Wer schießt in die Luft? Und wird vom Wagen mitgenommen. Alter, ich hau mich weg. Ist das Game geil? Leute, ernsthaft, die Wagen, es ist wie in GTA, du bist gerne mal über den Haufen gefahren, ne? Von der KI, wenn sie flüchten will. Da sind drei Gegner, da müssen wir ein bisschen... Oh, da sind mehr wie drei Gegner. Ah, wechseln wir mal die Straßenseite, gegen fünf muss ich mir jetzt auch nicht anlegen. Ich muss da rauf. Ah ja, labert nur. Zum Glück, dass ich die Kiste will. So, Leute von heute. Und hiermit gehen wir shoppen. Jetzt geht sie nur wunderbar aus in dem Park. Soll man das denen geben, hä? Ah, ist alles Maul, weil sonst bist du tot, Junge. Können wir nicht zwei auf einmal? Das wäre super. Ich hab einen Riesen. So. Wer ist eine tote Frau? Ihr seid doch wohl tot, ne? So, jetzt gehen wir hier shoppen. Schönes Kärtchen geht sich wieder aus. Gegner beseitigen wir immer. Scheißt sich an, unser Lincoln hier. Nee, nee, du bleibst stehen. Ich möchte bei dir shoppen. So. Wir gehen nochmal auffüllen. Das geht sich auch aus. Und dann schauen wir mal, was hier Feines gibt. Bierverkostungsführer. Das nehme ich jetzt mal. Jetzt kriege ich Bier oder sowas angezeigt. Oder wie soll ich das verstehen, Leute? Ja, schauen wir mal auf die Karte. Kriege ich jetzt Bier angezeigt? Nee. Aber trotzdem lustig. So, markieren wir mal einen nächsten Auftrag, würde ich sagen.
So, da gibt's die ganzen Glitcher, die ganzen Sammelaufträge. Das machen wir auf jeden Fall noch, Leute. Aber ich würde sagen, hauen wir uns mal im Zug. Weil da ist sicher schon Kohle drin wieder. Und danach machen wir mal ein nettes Safe Game. Hallo. Gibt's die Kohle hier? Jo. 57, das ist sogar schon mehr. Jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir unsere Gänge ein bisschen ausrüsten noch. Was geht denn da so alles? Bisschen Kohle haben wir ja. Insider-Betrüger. Ja, schauen wir mal. Schwarzmarktbeziehungen. Das hört sich super an. Richtigen Personen kostet Munition weniger. Oh, schlecht. Das kann man nicht leisten. Was ist das da? Kleine Rocks, ja, nehmen wir die mal. Kriegen wir dann öfters Kohle von denen. Also Gang-Upgrades sind ja für beide, nehme ich an. Den muss ich nicht extra ausrüsten. Was ist das da? Hängende Feste erscheinen in der Stadt. Ah, da gibt's mehr, ja. Super, aber wir haben keine Kohle mehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.